Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video, Sonntag 14 Uhr auf unserem Kanal. Ein neues Update, was ist so passiert und was haben wir heute? Heute reden wir über unsere Mietwagen, den wir jetzt nach einem Jahr zurückgeben. So, erstmal zu dem, was ist passiert. Also erstmal am Dienstag hatte ich Geburtstag. Bis dahin alles ganz gut. Abends war ich mit meiner Frau noch essen und dann sind wir nach Hause gekommen. Bis dann war auch noch alles gut. Und auf einmal wurde es mir komisch, also zittrig, also so Schüttelfrost habe ich bekommen. Ich denke so, was ist das? Und dann habe ich Fieber gemessen. Ich hatte 38 Grad Fieber. Ich denke so, oh. Und dann habe ich gedacht, komm, mach ich mal einen Corona-Test. Ich habe einen Corona-Test gemacht, der erste war positiv. Ich so, oh, oh. Dann habe ich noch einen Corona-Test direkt hinterher gemacht, den zweiten, negativ. Dann habe ich so eine halbe Stunde gewartet, habe noch einen gemacht. Mittlerweile war ich dann schon bei knapp 39 Grad Fieber. Noch einen Test gemacht, auch negativ. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe jetzt mal ins Bett. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und dann mitten in der Nacht, ich wurde wach, total schwimmerig, alles verschwommen, dies, das, habe dann Fieber gemessen, dann war ich bei 41,1 Grad Fieber. Dann auch Tabletten genommen, um das runterzukriegen, es ging nicht runter, also es hat circa 3 Stunden gedauert, bis es überhaupt runterging. Und dann bin ich am nächsten Morgen, weil ich ja einen positiven Test hatte und zwei negative, also wusste ich jetzt nicht, was ich habe. Und Anzeichen habe ich ja genug gehabt, Halsschmerzen, Schüttelfrost, Fieber. Entschuldigung, ich bin noch ziemlich angeschlagen. Und habe dann bin morgen zum Arzt gefahren, habe dann nochmal einen Test gemacht. Der Test war auch wieder negativ. Habe dann am Nachmittag nochmal einen Test gemacht und bin dann wirklich ab Mittwoch bis Freitag, also bis jetzt gerade zu Hause geblieben, bin nicht rausgegangen, nicht arbeiten gegangen. Ich habe auch komplett Handy ausgehabt, habe mich wirklich mal zurückgezogen. Und ja, seit gestern habe ich kein Fieber mehr. Husten habe ich noch ein bisschen und Halsschmerzen. Platz sehe ich auch noch aus, das sehe ich auch auf der Kamera. Meine Haare sehen aus wie Katastrophe, aber naja. Aber wie gesagt, bis jetzt alle Tests, die ich gemacht habe, bis auf den allerersten, waren alle negativ. Ich denke mal, das wird, weiß ich nicht, irgendwas in der Luft gewesen sein oder so, weil ich auch Bekannte habe, die das Gleiche hatten jetzt, womit ich aber keinen Kontakt hatte. Und deswegen, ich denke mal, da war irgendwas in der Luft oder keine Ahnung, oder irgendwie neue Variante von Corona, Corona 7.0 oder so. Naja, auf jeden Fall, ich war richtig platt, also so platt war ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal so platt war, aber wirklich richtig, wie überfahren. Naja, kommen wir mal zum Thema. Falls ich jetzt huste oder so, dann wisst ihr, das sind noch die Nachwehen. Gut, kommen wir mal zu dem Fahrzeug. Also wir haben einen Mercedes Sprinter gemietet. Die den Kanal verfolgen, wissen das, dass wir einen Mietwagen hatten. Also immer noch haben, der geht jetzt weg zum 31.03. Das war ein Mercedes Sprinter 313 CDI aus Baujahr März 2016, also kein Neuwagen. Aber das war mir auch nicht wirklich wichtig, weil ich brauchte hier ein Auto zu der Zeit. Wir hatten den ja letztes Jahr im März gemietet. Da war sehr viel los, auch wegen Corona, dies, das, das. Und wir brauchten kein Kühlauto, also nur einen normalen Bus. Das hat gereicht und der hat dann hier am Flughafen umfuhren und so. Also der ist nicht weit gefahren. Aber ja, also in einem Jahr haben wir jetzt 66.800 Kilometer gefahren. Ja, wie gesagt, nur Nahverkehr, also da ist nichts Weites gefahren. Wir hätten frei gehabt 15.000 Kilometer pro Monat, dann wären wir bei 180.000 Kilometer gewesen. Und ja, unsere Miete, jetzt sage ich es auch mal offiziell, was wir bezahlt haben für dieses Fahrzeug, ist 1.090 Euro netto im Monat. Die Kaution war auch 1.090 Euro. Die kriegst du natürlich wieder, wenn das Auto wieder zurückgeht jetzt. Wie gesagt, gefahren sind wir 66.800 Kilometer. Ich gucke jetzt immer mal nach links, weil ich habe mir das hier alles aufgeschrieben. Ich kann mir das nicht alles so merken. Deswegen schreibe ich mir das lieber auf. Versicherung und Steuern gehen natürlich an den Vermieter. Er kümmert sich ja um alles. Ist in der Miete einbegriffen, genauso wie die Reparaturen. Jetzt kommt nämlich, das hat gut reingehauen, die Reparaturen an dem Fahrzeug.
Wir haben Reparaturen. Wir haben zwei Inspektionen gehabt, natürlich bei den Kilometern. Das sind 800 Euro, die da anfällig waren für diese zwei Inspektionen. Dann haben wir Bremse vorne und hinten inklusive Bremsscheiben gewechselt. Auch 1100 Euro. Die Preise sind alle netto und das sind alles Preise bei Mercedes. Also bei dem Auto wurde alles immer bei Mercedes gemacht und nicht irgendwo, sondern alles direkt bei Mercedes. Dann war das Ausdrücklager vom Getriebe kaputt, plus ein paar Kleinigkeiten vom Gelenkgestänge und sowas. Da haben wir 1800 Euro, also hat der Vermieter 1800 Euro für bezahlt. Dann hat das Fahrzeug vom Winter jetzt vier neue Reifen bekommen gehabt für 700 Euro. Ich bin ja mit dem Fahrzeug in Luxemburg liegen geblieben. Diese Aktion hat gekostet, das war dann eine neue Lichtmaschine plus eine neue Batterie, waren auch 2000 Euro. Und somit hat dieses Auto in den 12 Monaten an Reparaturkosten gehabt von 6.550 Euro, die der Vermieter bezahlt hat. Und somit hat mich dieses Fahrzeug in diesem Jahr 13.080 Euro gekostet. Merkt euch mal die Zahl, 13.080 Euro. Ihr werdet später nochmal darauf kommen, weil jetzt rechnen wir das einmal gegen. So, ich habe mal geguckt, was das vergleichbare Auto gekostet hätte. Ich habe den jetzt mal ein Jahr jünger genommen, damit wir halt ein Jahr zurück sind und einen Durchschnittspreis genommen. Und da waren wir bei knappen 15.000. Also das war schon wirklich das Billigste, was ich gefunden habe mit dem Baujahrkilometer. 15.000. Die Versicherung, also wir gehen jetzt mal davon aus, ich hätte mir das Fahrzeug gekauft. Als Gegenwert jetzt. Ich habe das Fahrzeug jetzt für 15.000 Euro gekauft. Dann muss ich das Fahrzeug ja versichern. Wir haben einen Flottentarif. Bei manchen kostet mehr, bei manchen kostet es weniger. Also ich gehe jetzt einfach mal von unserem Flottentarif aus. Da kostet jeder Sprinter gleich. Das sind 348 Euro. Da habe ich aber auch keine Kilometerbegrenzung. Ich habe Vollkasko, alles ist mit drin. So, das heißt 348 Euro im Monat sind wir bei 4.176 Euro im Jahr. Kfz-Steuer 210 Euro. Reparaturkosten muss ich ja jetzt die der Vermieter bezahlt hat, muss ich ja jetzt so rechnen, als ob ich sie selbst bezahlt hätte. Das wären 6.550 Euro. Und dann habe ich ausgegeben zum heutigen Datum hätte ich dann ausgegeben 25.936 Euro. Also knappe 26.000 Euro. Nach einem Jahr wäre ich jetzt los gewesen. So, jetzt würden wir sagen, ich verkaufe das Auto jetzt gerade, weil wir wollen ja das Fahrzeug jetzt auch abgeben. Also, so gesehen, verkaufen wir jetzt auch das Fahrzeug. Ich habe von unserem Vermieter ein Angebot bekommen gehabt, das Fahrzeug abzukaufen. Dann habe ich jetzt auch diesen Wert als aktuellen Wiederverkaufswert des Fahrzeuges gerechnet. Das wären dann 12.500 Euro gewesen, die ich bezahlt hätte, also die das Auto jetzt noch an Wert hat, für die man es verkaufen kann. So, und wenn ich das dann mal alles so zusammenrechne, wären wir bei 13.436 Euro. Die netto alles natürlich, die ich im Jahr bezahlt hätte. Wenn ich das dann auf den Monat rechne, wären wir bei 1119 Euro. Aber hört gut zu, das Auto wäre dann nicht finanziert oder geleast oder sonst was, sondern müsste bar gekauft werden. Wenn jetzt noch eine Finanzierung drauf ist, wären da ja noch Prozente gekommen und das wäre natürlich ja dann noch einmal ein bisschen höher. Ich habe das jetzt einfach nur so zum Vergleich gemacht, um mal den Unterschied zu sehen zwischen kaufen und mieten. So, jetzt könnt ihr mal sehen, das Auto hat mich gekostet im Monat 1090 Euro. Aber wenn ich ihn jetzt gekauft hätte mit den ganzen Reparaturen, die hier angefallen sind, wären wir bei 1119 Euro. So gesehen ist das Mieten schon mal billiger. Und der riesen Vorteil ist, wenn ich jetzt das Fahrzeug ja miete, kann ich das Fahrzeug jederzeit abgeben. Also bei so Krisen wie jetzt, zum Beispiel wo die Spritpreise so hoch sind und dies und das, wo man zum Beispiel ein bisschen Kosten einsparen muss und vielleicht nicht 10 Autos braucht, sondern nur 9, dann kann man dieses Fahrzeug zum Beispiel einfach abgeben, ohne sich einen Kopf drüber zu machen. Beim Eigentum ist es halt dann schon wieder schwerer, weil du musst ja auch jemanden finden, der das Fahrzeug kauft. Vor allem in der Zeit jetzt ist zum Beispiel die Preise sind gut zum Verkaufen, aber man muss halt auch Leute finden, die es kaufen. So, und Krise ist im Moment für alle, da ist es auch schwer, halt ein Auto zu verkaufen. So sehe ich das. Ja, ich würde mal sagen,
Es hat sich gelohnt, dieses Fahrzeug eher zu mieten. Vor allem, wir müssen mal so davon ausgehen, ihr fangt jetzt neu an. Ihr wollt ein Auto kaufen, dies, das, das, das. Dann hättet ihr jetzt in diesem Jahr 25.000 Euro ausgegeben. So, aber ich habe dieses Jahr für dieses Fahrzeug nur 13.080 Euro ausgegeben. Ich hätte diese, mit diesen 12.000 Euro hätte ich jetzt Sprit bezahlen können und dies und das. Und wie ihr seht, also es macht keinen Unterschied. Im Ende, weil ich das Auto, wenn ich das Auto jetzt wieder verkauft hätte, hätte ich keinen großen Reibach dran gemacht. Deswegen, also es ist wirklich definitiv einfach besser, ein Auto zu mieten. Vor allem, wenn ihr am Anfang seid, neu anfangt. Gut, es sieht erstmal viel aus. Du hast eine Fixsumme von 1090 Euro, aber du musst rechnen. Da ist die Versicherung mit drin, da ist die Steuer mit drin, da ist der Service mit drin, Reifen, alles ist mit drin. Euch juckt gar nichts. Das Grundlos-Sorglos-Paket. Und wenn ihr dann schon 2, 3 Jahre am Markt seid, dann kann man sich schon überlegen, dann ein Auto zu finanzieren. Aber da muss man auch rechnen. Ein Zeitraum von 3, 4 Jahren ist dann halt besser, weil der Wiederverkaufswert dann halt natürlich besser einschlägt. Zum Verkaufen, dann bleibt natürlich auch was hängen. Und ja, wie ihr seht, beim gebrauchten Fahrzeug ist natürlich auch immer was zu machen. Und auch nicht auf Garantie. Das ist halt der Nachteil auch bei einem gebrauchten Fahrzeug. Naja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.